Meine Sendung, haben die gesagt, wir haben so gut, wir werden gar nicht erst gesendet, gleich wiederholt. Gleich wiederholt. Das ist super. Meine Damen und Herren, begrüßt den Moderator hier, unseren Bernhard. Ja, Brie, genau. Dankeschön, Holger. Vielen herzlichen Dank. So, ihr Lieben, alles wunderbar. Der Tag war heute nicht ganz so warm, habe ich mitbekommen. Also ich habe auch ganz schön gefroren. Aber euch geht's gut, alles wunderbar. Ihr sitzt da, esst gerade wahrscheinlich was, ne? Die Zeit um 20 Uhr ist gleich weiter mit dem normalen Programm. Und wir haben den Wicked Talk wieder. Wicked, wie gesagt, ein wunderbares Autohaus in der Hattinger Straße in Bochum. Und die Repräsentanten des Hauses, der Uwe Germann, der Martin Gieser und mein alter Freund Ronald Flohr sitzen auch dabei. Also wenn ihr ein Auto braucht, kauft es. Es hat 4 Räder, Türen, 2 oder 4. Alles wunderbar. Ja, ihr Lieben, wir haben den Wicked Talk, wie gesagt, und hatten gestern ja zu Gast die beiden wunderbaren Frauen, Andrea und Anita und Alexandra Hofmann. Und heute haben wir einen Mann da, gefühlt würde ich sagen, ist der, seit es Musik gibt, auf der Bühne. Ich freue mich auf ihn, weil er ist ein super Kollege. Hier ist Michael Holm. Michael, und wir beide sind ja in einem Alter, du so kurz vor 40, ich Geburtsjahr 30. Wir setzen uns hin, ne? Der Tisch stört ein bisschen, Gott sei Dank. Ja, du kriegst was zu trinken. Olga hat doch was vorbereitet, weil wir natürlich unseren Gästen noch was zu trinken bieten. Wir bieten ja alles. Autos von Wicke und Olga bringt Getränke. Was bringst du jetzt eigentlich, Olga? Kühle Getränke. Kühle Getränke. Ich, für mich kühle Getränke aus Oha. Das habe ich verstanden, aber ich. Ihr Lieben, wenn ihr eine Frage habt an Michael Holm oder sowas, macht das wohl, kommt her. Wir machen das ganz, ganz locker. Aber Michael, ich habe gerade gesagt, gefühlt bist du schon so wahnsinnig lange dabei. Und wir haben ja am letzten Samstag die Sendung gemacht mit Thomas Gottschalk, 50 Jahre Hitparade. Und du warst ja einer von denen, die in der ersten Sendung 69 dabei waren, damals mit Mendes-Lied. Nein, in der ersten Sendung hatte ich ein paar Titel als Autor. So war's, genau. Meines Wissens waren es die Hälfte, aber ich will mich jetzt nicht festlegen. Es ist zu lange her, 50 Jahre, da weiß man das nicht mehr so ganz genau. Aber eines steht fest, ich war erst im September. Da hatte ich mit Mendes Siedlung schon 500.000 Platten verkauft, okay. Außer nebenbei, aber unser Dieter Thomas Heck hat uns ja alle mit seiner wunderbaren Art, mit dieser traumhaften Sendung, Hier ist Berlin, 18.45 Uhr, Ihre Hitparade aus dem Buchwachstuhl. Genau. Aus der Berliner Union Film, genau. Und das hat uns allen Autoren, allen Produzenten, aber besonders allen Sängern natürlich einen riesen, ja, Konkurrenzvorteil eingegeben, die nicht der Hitparade waren, weil Millionen haben es angeschaut, Millionen haben es geliebt und Millionen haben uns deswegen geliebt, deswegen auch nochmal einen ganz herzlichen Dank. Ja, eben. Wenn einer von euch... Ohne Fans geht gar nichts. Wenn mich damals zufällig einer geliebt hat von euch, nochmal ganz herzlichen Dank. Mach sie nicht so alt jetzt hier. Michael, da heißt das ja, du weißt... Es ist 50 Jahre her, ich warne euch. Also, September 69 warst du zum ersten Mal drin. Erzähl. Warst du zum ersten Mal, genau. Was hast du damals gesungen? Mit Mendocino. Mit Mendocino. Und dann, das darf ich ja jetzt auch verraten, und dann war Mendocino durchgehend immer Nummer 1, und zwar irgendwie 60 oder 70%, sodass beim vierten Mal Mendocino hatte ich ja schon barfuß im Regen draußen. Ja. Dann haben sie barfuß im Regen. Dieselbe Nummer. Und dann haben die beschlossen, nein, wir müssen das ändern, weil sonst bleibt ja Mendocino die nächsten 30 Jahre in der Hitparade. Das wollen wir auch nicht. Und deswegen hieß es dann, dreimal dabei. Bitte nicht wiederwählen. Bitte nicht wiederwählen. Genau. Du bist ja in Stettin geboren, das habe ich gar nicht gewusst, wenn ich ehrlich bin. Ich habe deine Vita nachgeschaut, wie kam das denn? Also jeder ist irgendwo geboren, ich dann eben in Stettin. Also das ist Integration perfekt, ne? Kann man sagen. Was heißt Integration? Von Geburt an Deutscher, und ich werde das auch bleiben. Ja. Leider ist Stettin, da ist Adolf Hitler und andere Arschlöcher dran schuld, leider ist Stettin heute polnisch, aber damals war das seit Jahrhunderten deutsch und da bin ich geboren und dann bin ich ja dann auch, sozusagen habe ich mich entfernt, meine Eltern, wir waren 5 Kinder und wir sind alle dann geflohen sozusagen vor den feindlichen Truppen. Und sind dann gelandet in Erlangen, im Frankenland. Wunderbar, da bist du ja auch, da hast du ja lange gelebt, glaube ich, auch und so weiter. Ne? Jetzt, also wie gesagt, 1974 gab es dann mit Tränen Lügen nicht einen ganz, ganz großen Hit. Da gab es ein bisschen nach Mendocino ein kleines Loch, kann man das sagen? Naja, also, Baby Miss nicht alleine war ein großer Erfolg.
Ein verrückter Tag war. Also ein verrückter Tag. Das war zumindest damals, ja, also über mehrere Monate die erfolgreichste deutsche Nummer in den deutschen Charts. Und auch Du weinst um mich und Barfuß im Regen. Ja, ja, da weiß ich. Da kam ich ja dazu, da warst du ganz, ganz groß. Damals waren wir auf Hitparade-Tournee, 77, glaube ich, war das. Bist du auch mal mit dem goldenen Rolls-Royce mitgefahren von Christian Anders? Ich muss da eine ganz entzückende Geschichte erzählen. Ja, bitte, bitte. Der Christian hat mich also immer genervt. Ich hatte ja 300er mit 600 Maschinen und Fahrer und alles, wie das damals in Zürich war. Und der Christian, du musst mal mit einem richtigen Wagen fahren, Michael. Und der Rolls-Royce, das ist der einzige Wagen, mit dem man fahren kann. Und also sag, okay, Alter, du nervst mich jetzt seit 14 Tagen. Jetzt fahre ich mal mit deinem Rolls-Royce mit. Und wir sitzen also, Fahrer fährt, Alex. Ja, Alex, damals, ja. Er fährt so und hat so was Goldenes in der Hand und macht immer so mit. Sagst du, Alter, was hast du denn da? Das ist eine goldene Kugel, 1 Kilogramm reines Gold von Degussa. Ja, und wozu brauchst du das? Zur Stärkung meiner Armmuskeln. Aha. Das war okay. Anders. Das war gesagt. So, dann fuhren wir so, sag mal, Alter, lass doch mal probieren, gib mir mal das Ding probieren. Aha, ja, wenn man da drückt, irgendwie, ja, merkt man das. Wie dem auch sei, wir unterhalten uns und Christian wollte dann kurz in der nächsten Tankstelle mal kurz auf die Toilette gehen. Machten wir also, gingen zurück, fuhren ungefähr 100 Kilometer, sagen, du gib mir doch mal deine goldene Dinge. Ich wollte das mal drücken. Wo ist die goldene? Wo ist die? War in der Toilette, hatte er die vergessen. Wir das also, Alex, zurück! Der Alex musste 100 Kilometer wieder zurückfahren. Wir waren dann in derselben Gaststätte, also in der Tankstelle. Die goldene Kugel war weg und Christian hat, naja, das mit einem Schmunzeln, du weißt, da ist er dann irgendwie, Wahnsinn. Ist dann groß, das ist dann Wahnsinn. Dieter Belinda damals noch, glaube ich, ne? Der Manager. Ja, ja, ja. Der Christian hat es mit einem Schmunzeln dann zur Kenntnis genommen, aber damals kostete so ein Ding, ein Kilo war irgendwie 35.000 Mark oder 50.000 Mark. Geld. Kann man gar nicht erzählen, sowas, was der da angestellt hat, alles für Verrücktheit. Das war noch ein Jahresverdienst von einem gut verdienenden 40.000, ja. Also. Jetzt haben sich ja einige und dann auch Christian Anders geärgert darüber, dass sie bei der Sendung 50 Jahre Hitparade nicht dabei waren. Viele Kollegen, die gesagt haben, Mensch, ich hätte dabei sein können, vorhin bei der ersten Sendung, aber jetzt haben die alle nehmen können von der ersten Sendung, darf ich mal sagen. Hast du das mitbekommen, dass da viele Kollegen... Ja, das erzählt mir dann meine liebe Frau Wagner, meine Managerin, die erzählt mir solche Sachen. Und ich würde einfach sagen, wenn man dabei ist, ist es wunderbar und wer nicht, geht ja die Welt auch nicht unter. Man darf nicht vergessen, dass in der Hitparade in etwa 300, 400, 500 Künstler aufgetreten sind. Ja, klar. Das wäre ja eine Wochensendung geworden, wenn man, wenn man das sagt. Also, die Namen der Thomas Gottschalk gar nicht hinbekommen. Naja, ich glaube, der Thomas hat das toll gemacht, ja, ja, hat das locker gemacht. Ja. Jetzt ohne den großen Erfahrenen raushängen zu lassen, weil wie Howard und einige andere, die haben gesagt, du hattest ja früher geschlagen, gar nichts dazu. Aber ich fand, er hat das souverän gemacht, ja, ja, es war unterhaltsam, ich habe ein Vollgefühl und auch nicht in irgendeiner Form. Ein großer Erfolg, weil wirklich großer Erfolg, das war 2,3 Millionen, also richtig großer Erfolg. Hat er in letzter Zeit ja auch nicht immer gehabt. Insofern darf er auch zum Schlager stehen und sagen, ich mach das mal. Die Altersmilde kommt dann wohl. Die Altersmilde und wenn wir dann 100 Jahre Hitparade, das sind wir beide wieder hoffentlich dabei. Da wollen wir mal sehen. Wir durchhalten wir. Ja. Und der Thomas ist der Thomas. Ja. Wir müssen jeden Morgen das Zettel nehmen, dann kriegen wir das hin auf jeden Fall. Ja. Michael, hast du so 80er, 90er Jahre, hast du ein bisschen aus der Branche zurückgezogen, was den Interpreten angeht? Was den Interpreten angeht, hast du recht. Ja, ich habe dann... Ich ganz ehrlich gestehen, jetzt kann man es ja mal sagen, nach dieser langen Zeit, ich fand diese deutsche Welle durchaus sehr, sehr attraktiv. Ich habe sehr gerne gehört, von da über Nena bis hin zu, wie hieß es noch, diese wunderbaren ich bin der goldene Reiter, ja, okay, ja. Hubert K. und so weiter. Also ich fand die sehr gut, habe aber in der Zeit gemerkt, dass es derartig ist, was gerade angesagt war, nicht so schreiben können. Ja, das und deswegen habe ich mich musikalisch zurückgezogen, ja, mit meinem Cusco auf Verlag zusammen mit dem Christian de Walden für Hard Rock und Country in Amerika. Und im Country waren wir sehr erfolgreich, immerhin 17 Nummer 1. Wie kamst du nach Amerika überhaupt? Meine Cusco war, muss ich sagen, ist ein Instrumentalprojekt und das ist dreimal für den Grammy nominiert gewesen. Muss jetzt mal hinkriegen, als deutscher Schreiber, als deutscher Produzent in Amerika. Wie ist denn das gekommen dabei? Sind das ja,
dass aus insgesamt, da gibt es verschiedene Genres, also Rock und Punk und Klassik und New Age. Ja. Und da sind in etwa erschienen immer im Jahr so zwischen 45.000 und 55.000 Alben. Aus diesen 55.000, so läuft das beim Grammy, aus diesen 55.000 wählen Leute aus der Branche, also Verleger, Journalisten, ja, Produzenten, Autoren und so weiter, wählen 500 aus diesen 500 aus. Das ist erstes Plateau. Dann kommt das zweite Plateau. Aus diesen 500 werden 5 ausgewählt. Und das sind dann die Nominierten. Oh ja, das ist also ein schweres Prozedere, um dabei zu sein. Ja, einmal müsst ihr wählen. Und aus diesen 5 werden dann ganz zum Schluss der Sieger ausgewählt. Also wo sagt, the nominees are, und dann liest er vor, and the winner is, das ich weiß noch, dann sitze ich da und höre, und sagt, jetzt wäre ja ich mal dran gewesen. Eine Frechheit. Haben es aber leider nie als gewonnen. Ja, gut, ich finde, da nominiert zu sein, finde ich schon eine große Ehre. Ich war ja 6 Mal bei der Deutschen Grand Prix auch schon dabei.